Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crazy Machines 3. So, musste gerade noch kurz meinen Timer starten und hier ein bisschen die Lautstärke runternehmen. So, wunderbar. So, in 80 Rätseln durchs Spiel, da haben wir aufgehört. Die Einführung hatten wir noch nicht fertig, glaube ich. Ja genau, 6 von 8, dann würde ich sagen, machen wir da weiter. Hinterhof, Ägypter haben wir, das auch, Plastik Recycling auch. Ja, Radwechsel Nummer 7. Und ein lustiges drehendes Zahnrad. Oh nein, es hat die Maus. Ah, Hilfe. Mein lahmer Rechner. Man hört ihn rattern. Er ist ungefähr so schnell wie eine Maus in einem Laufrad mit zwei gebrochenen Beinen. Ungefähr so schnell, wie das Zahnrad sich dreht, rechnet auch mein Rechner. Radwechsel. Oh nein, ich muss doch etwas schwarze Materie an einen guten Freund liefern. Nun hat mein Auto aber einen platten Reifen. Ich brauche das Ersatzrad, um das zu reparieren. Ich habe gerade irgendwie... Hier. Irgendwas mit der Nase. Naja. Klicken, um zu spielen. Wohin? So. Okay, wir haben hier einen starken Arm. Stark genug, um Sachen umzuwerfen. Achse fest. Ein Boxhandschuh, Box. Ein Boxhandschuh, Box nach oben. Und Dominosteine. Und ein Schaufelrad. Hat zwei Teile, Achse fest. Wo ist denn das Ersatzrad hier? Wie? Was passiert denn? Nichts passiert. Okay. Was passiert denn? Wenn ich den hier hin mache. Gar nichts. Und wenn ich den hier hin mache? Geht nicht. Hier? Geht auch nicht. Warum kann ich denn hier nicht zu dem Pfeil hinmachen? Na super. Stein. Torten. So. Nö. Okay. Das Rad muss da runter. Bringe das Ersatzrad zum Auto. Hier mit dem Stein, wenn ich den da hinstelle. Ich komme halt auch hier nicht näher ran mit dem Arm. Wegen dem blöden Pfeil. Aber ich kann den vielleicht hier ran machen. Okay, nein. Hier. Das kommt dann dahin. Der kommt. Nein, das bringt mir nichts. Der muss hier hin. Kann ich den da nicht? So hin? Okay. Schaufelrad geht nicht. So, was passiert denn dann? Machen wir das mal hier hin. Okay. Dann machen wir das mal hier hin. Und das kann ich hier nicht wegmachen? Nö.
ob das was bringt. Nee. Okay, dann versuchen wir es mal andersrum. So vielleicht? Nö. Achso, der muss da wahrscheinlich dagegen fahren. Gegen die Box. Ja, genau. Okay, dann das dahin, das dahin. So könnte das... Ah, genau. So könnte das funktionieren. Was sind das für komische Geräusche? Ach, der Boxhandschuh hier. Okay, fährt mal los, aber das Rad ist noch gar nicht dran. Ja, hör mal wieder auf hier. Achso, weil das da noch dagegen. Okay. So, nächste Maschine. Der fährt mal los ohne das Rad. Naja, gut. Zumindest war es kurz am Auto dran. Das ist ja auch in Ordnung. So, die Maus fährt wieder schön mit auf dem Rad. Juhu. Hui. Und tschüss. Hinterhof Basketball, ich wette, du schaffst es nie, den Basketball in den Korb zu befördern. Ich wette dagegen. So, der hier fällt wohl runter. Ist das hier fest? Das ist fest, jawohl. Bin hier gerade im Überlegen. Kann ich das wieder zurück? Ah, okay, hier. Mhm. Jetzt gucke ich erstmal, was passiert. Okay, der fällt hier runter. Dann machen wir mal so. Geht nicht. So. So. Geht gar nicht. Okay. Und dieser Korb. Ah. Ah, okay. Ich verstehe. So. Jetzt sind wir schon mal hier drüben. Und dann könnten wir hier den Korblift hinmachen. Mal probieren. Blum. Oh, okay. So geht das nicht. Ja. Jetzt aber. Da kommt das Rad. Okay. Was soll ich den Basketball in den Korb? Hier ist der Basketball. Kann ich das hier? Na? Ne, das ist zu tief. Okay. Kann ich das hier freischwebend hinmachen? Ja, kann ich. Sehr schön. Dann brauchen wir noch das da. Und das da. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Die lustige Musik. Ja.
Boing. Okay. Okay. Ja. Siehst du wohl. Okay. Hallo, Raumschiff. Was hat da so gepiepst? Muss mal einen Schluck aus dem Glas nehmen. Schöner Sprudel. Ah, jetzt klappt es auch mit dem Laden etwas schneller. Ein Traum von einer Spieluhr. Ach, was würde ich alles dafür geben, das Schlaflied meiner Kindheit mal wieder zu hören. Los, bring diese Spieluhr wieder in Gang. Ja, können wir machen. Wo ist denn die Spieluhr? Hier. Nein, hier. Nein, was? Wie? Was passiert? Überhaupt nichts passiert. Hier muss erstmal ein Ball hin. So. Okay, das dreht sich also durchgehend und macht komische Geräusche. Ein Zahnradspiel quasi. So, das da hier hin. Das da hier hin. Das da. Nein, geht nicht. Okay. Das hier hin? Ich habe keine Ahnung. Oder war das falsch? Das hier. Oh, das ist fest. Okay. Was passiert denn so überhaupt? Also gut, das funktioniert. Das geht nicht. Kann ich das hier irgendwo? Ich komme da doch gar nicht ran. Welches habe ich denn da hingemacht? Das habe ich hingemacht. Okay, das kann ich hier hin. Funktioniert das so? Nein, geht nicht. Hier geht auch nicht. Geht offensichtlich nur hier. Dann muss ich doch aber mit dem hier irgendwo hier weiterkommen. Ah, okay, das geht. Und das dann da. So. Oh. Okay, hat sich etwas zu schnell gedreht vielleicht. Aber, naja, er hat seine Musik. Was war das für ein komischer Klamottenständer mit einem drehenden Arm? Sehr seltsam. So, 10 Fässer transportieren. Das muss wohl ein ganz besonderes Töpfchen in dem kleinen Tröpfchen in dem kleinen Fass sein. Schnell, lade es auf meinen Truck. Das hier schwingt, das hier fällt. Und rollt wahrscheinlich dahin. Ich probiere es aus. Okay. Und hier hängen noch Stromkabel. Die jetzt... Ah, okay. Hier so schräg hängen. Falltür. Drücker öffnet sich, wenn Knopf gedrückt fest. Knopf gedrückt fest. Mhm. Machen wir doch mal so. Dann kommt hier das Fass. Elektrischer Motor. Bewegt Zahnräder. Und Zahnräder bewegen. Keine Ahnung was. Ah, Zahnräder verhindern, dass das Ding runterfällt. Ah, dass das Brett hier runterfällt einfach. So, den machen wir mal hier hin. Und das da.
Und das da? Oder drehen die sich dann in die... Normal in die richtige Richtung, oder? Oh, die treffen sich gar nicht. Und meine Falltür funktioniert auch nicht. Hä? Okay, probiere ich mal. Ne, das geht nicht. Ach, wenn es sich dann zurückdreht. Ich habe keine Ahnung. So vielleicht? Boing. Okay, so also nicht. So vielleicht? Ja! Ja, wunderbar! Und tschüss! Viel Spaß mit dem guten Köpfchen! Schön! Easy! Easy going! Kein Problem, da laufe ich mal eben durch. Durch die Level. So, Nummer 11, Schmieden. Schmieden ist eine gefährliche und anstrengende Arbeit. Da ist es gut, eine helfende Maschine zu haben. Lass den Hammer mehrmals auf den Metallblock schlagen. Das ist dann wohl er hier. So. Was passiert denn? Okay. Diese Geräte laufen. Zahnradspiel. Das geht nicht. Hier? Irgendwo? Nein. Entschuldigung für das Geräusch. Okay, ich kann immer nur... So. Klein auf groß. Zack. Das geht nicht. Das geht. Und das müsste gehen. So, mal gucken. Ja, wunderbar. Bing. Bing. So, ich musste am Anfang erstmal wieder reinkommen. Aber jetzt läuft das Hirn auf Hochtouren. Goldene Zahnräder. Du bringst besser schnell mal das glänzende, wertvolle kleine Zahnrad in den Wagen. Keine Frage. Ich brauche es für, etwas ganz Spezielles. Was passiert? Okay. Kugel und Brett fallen runter. Drehendes Zahnrad nützlich für Zahngetriebe. Achse fest. Drehendes Zahnrad. Okay, das ist alles. Drehende Zahnräder. Mhm. Gut. Könnten wir so eins hinmachen. Was passiert dann? Gar nichts. So, dann hier. Zahnrad hin. Mal gucken. Aha. Okay. Dann könnte ich das da hier hin machen. Ich glaube, das ist für hier vorgesehen. Und das dann hier. Und hier. Und. Na? Hier? Nein, hier. Hier. Und hier. Und ich hätte dann sogar noch eins übrig. Mal schauen.
Ah, hier ist das goldene Zahn. Und da fährt die Lore davon. Lore. Nicht Lore. Eine Lore ist was anderes. Okay, die Zahnräder hören sich furchtbar an. So, ach, ist es denn auch schon wieder soweit? Haben wir schon wieder 20 Minuten zusammen? Naja, das mache ich noch. 13. Verdächtiger Inhalt. Es scheint etwas Gefährliches in den Fässern zu sein. Am besten du bringst es auch zu den anderen da unten. Ich werde mich später darum kümmern. Ja, das scheint mir wirklich was Gefährliches zu sein. Hinweis, nimm dir ein Seil aus dem Bauteilevorrat und klicke auf die orangenen Punkte, um die beiden Enden anzubringen. Das sind Seilösen. Wo? Wo denn? Ja, Tipp, geh weg. Hier? Nein. Ah, hier. Okay, was passiert denn dann jetzt? Gar nichts, das Seil reißt ab. Wie sieht's denn aus, wenn wir es hier machen? Schon besser. Aber was ist das hier für ein Knubbel? Was passiert denn da eigentlich? Oh, gar nichts. Motor geht an und passiert nichts. So, jetzt passiert was. Dann haut er da drauf. Falltür lässt Fass. Darunter. Und da hinüber. Hoch. So. Und fertig. Flup. Boing. Zack. Und tschüss. So, meine Lieben, das ging schnell. 20 Minuten sind rum, ich mache ein kleines Folgenpäuschen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play bei Crazy Machines 3. Bis dahin, macht's gut, ciao!